So, herzlich willkommen zu Doom Sigil. Ja, man mag es vielleicht schon sehen. Ich plane hier natürlich auch wieder mehr Teile, weil wir haben jetzt noch 3 Tage. Und wenn ich jetzt heute mit Doom Sigil anfange, kriege ich es erstens an einem Tag nicht durch. Heißt also, 2 Tage wird es mindestens dauern. Und deswegen habe ich gleich gesagt, ich lasse mir gleich 3 Tage Zeit. Haben wir jetzt die Woche quasi komplett nochmal, ne? Und ab nächster Woche geht es dann wieder mit unseren alten Let's Plays, also Doom Eternal und was wir da noch so hatten, wieder 1:1 weiter. Ja, das zu dem Thema. Und dann würde ich mal sagen, legen wir einfach mal direkt los. Also ich lege sowieso direkt los, weil gerade habe ich erst die Aufnahme gemacht von, ne? Ich mache mal gleich die Aufnahme am Stück. Ja, da freue ich mich schon auf Doom Sigil. Jetzt hier quasi direkt von der alten Spinne hier reingefallen. Ne, weil kennt man ja, bei der Spinne gerade war ja so ein Teleporter, der uns eigentlich zurück zur Welt schicken sollte, aber der hat uns wohl eher hierhin geschickt. Irgendwie so geht die Story, keine Ahnung, also wirklich Story gibt's ja bei Doom nicht, aber ist ja eher so, ne, man hat versucht zumindest den ganzen ein bisschen Sinn zu geben. Ja, und das ist dann quasi dabei rausgekommen. Finde ich ganz geil, sowieso. Erstens mal allgemein. Oh, ich habe vergessen, Mission aufzunehmen. Egal. Erstens mal allgemein, dass es überhaupt sowas wie eine versuchte Story gibt. Wobei die Spiele damals auch echt viel storylastiger waren als heutige Spiele. Einfach deswegen, weil Story damals das einzige Spielelement war, was man einfach implementieren konnte. Weil schöne Grafik war halt damals so, ne, geht nicht so wirklich. Allein dieses Map Pack hier ist ja schon nicht mehr kompatibel mit Vanilla Doom. Weswegen ich das Ganze auch mit GZ Doom spiele und nicht mit Vanilla Doom. Ich meine, gut, ich könnte auch mit Crispy Doom spielen, aber wenn ich sowieso schon nicht Vanilla Doom spiele, dann spiele ich halt gleich GZ Doom. Weil die Sache ist halt, auch das hier hat schon Grafikelemente drin, die halt zu leistungsstark sind für The Original. Und wie gesagt, dementsprechend hat man damals halt nur die Möglichkeit, Textelemente, also Story halt einzufügen. Davon macht Doom tatsächlich weniger Gebrauch. Aber gerade so Text-Adventure waren ja so zu der Zeit, als Doom rauskam, absolut in Mode. Ne? Na komm. Wow. Ich sehe nicht nur ja, ich höre ihn schon. Bitte nicht hauen. Fuck. Ach, scheiße. Ach, jetzt komm noch mal bitte her. Dankeschön. Okay, der ist da. Sehr schön. Okay, ich würde jetzt gerne noch das Secret mitnehmen. Ich weiß aber nicht, weil wir wollen ja relativ schnell durch. Allerdings, dadurch, dass ich mir für die Episode gleich von Anfang an 3 Folgen Zeit nehme, können wir doch einfach mal machen, ne? Die Secrets, die ich kenne, wo wir also nicht so lange suchen müssen, sag ich jetzt mal, die können wir auch einfach mal mitnehmen. Das ermöglicht uns nämlich hier noch mal ein bisschen Munition einzusammeln für die Minigun. Okay, wow, 20 Kugeln. Das war ja jetzt echt voll. Das hat sich so krass gelohnt. Ich fühle mich gerade wie so ein Weltmeister. Ernsthaft. Nicht. Na gut.
Und dann beenden wir die Map mal auch. Oh. Bist einer hat mich doch getroffen. Das war ja schon fast traurig. So, ja, die Map, die etwas schwierigerer ist, wobei es geht tatsächlich echt. Warum sind hier drei? Waren ja nicht nur. Ach ja, stimmt. Wir haben ja letztens gar nicht in Ultraviolence gespielt, sondern das letzte Mal mit Pudel Doom haben wir es ja eine Schwierigkeitsstufe niedriger gespielt, oder? Mein Secret. Na gut, ja nicht. Irgendwie kann man hier mal in das Secret rein. Ah, so war das. Ist ja bloß. Nur das? Ja, nur das. Egal, wie viele Schüsse braucht ihr, um ihn zu erledigen hier? Ist ja deprimierend. Und ja, in Vanilla Doom werden wir erst gar nicht versuchen, den Cyberdemon zu erledigen, der gleich kommt. Wir versuchen einfach zu umschiffen. Das geht relativ einfach, von daher versuchen wir es auch. So. Thanks. Achso, scheiße, der ist jetzt schon draußen, ne? Ne, noch nicht. Okay, gekommen. Dachte schon, wir kommen jetzt hier nicht mehr lang. Um uns in die Rüstung zu krallen. Ach, komm jetzt bitte. Puh, geschafft. So, hier kommt eine mächtig unfaire Stelle. Da muss ich aufpassen. Hallo. Hallo. Und ich habe schon wieder nicht aufgepasst. Man darf nämlich hier nur so nah rankommen, dass man den ersten sieht, den zweiten aber noch nicht. Aber hier ist eben dieses Gerutsche. Auch wenn man hier ein bisschen drückt, da rutscht man schon so weit, dass der zweite einem auch sieht. Und zwei gleichzeitig wegschießen ist eher schwer. Jetzt kommt der Cyberdemon, okay. So, hier ist jetzt wieder riskanter Jackie Chan Move. Geschafft, yay! Da kommt. Ach was, Augen zu und durch. Da ist ja immer die Plasmawaffe ausgewählt. Lass mal die Waffe jetzt zum Beispiel ausgewählt. Ich meine, ich weiß, warum das so ist, wobei nein, eigentlich nicht. Dann müsst ihr eigentlich die hier auswählen. Wenn einfach die nächste auswählt. Dumm. Kannst du schöne Plasma-Munition verschwenden, ey. Glaub's ja. So. Welche Waffe nehmen wir jetzt hier am dümmsten? Jetzt können wir echt mal die Plasma-Waffe benutzen. Wobei ich die gerne aufheben würde.
fuck. Weißt du, erst bereite ich mich darauf vor, dass er schießt. Dann schießt er die ganze Zeit nicht. Dann denke ich mir so, ja, warum schießt du nicht? Und in dem Moment schießt er, ich weiche aus, weil ich mich darauf vorbereitet habe. Und geht aber wieder zurück. Und beim Zurückgehen, ja, natürlich so, dass ich dann trotzdem getroffen werde. Also, Intelligenzbestie hoch 200 einfach mal. So, okay, jetzt haben wir alles. Dann können wir jetzt die Dinge auslösen und ganz schnell ins Ziel rennen. Thanks. So. Perfekt. Und dann sind wir schon in der nächsten Map. Und die wird spaßig. Eine gute Idee, die ich jetzt gerade habe? Oh ne, das ist keine gute Idee. Ich werde mich jetzt sowas von selbst. Klar, die Rakete, die könnte das locker dran vorbeikommen vom Sprite her, aber sie stößt ja natürlich an. Na klar, das trifft natürlich nicht. Oder hat doch hat getroffen. Hä? Das ist aber gerade so aus der Wege. Doch, hat getroffen, tatsächlich. Nice. Da gerade so aus, wie als wenn ich hier auch gegenstoßen würde irgendwo. Geht leider nicht. Na. Wow. Na easy, geht doch. Ha. Kommen jetzt noch mehr? Ne. So, dann geht es hier weiter. Hauer, hauer, hauer. So, hier wird jetzt ein bisschen, ne? Hier muss ich mich jetzt beeilen. Doch beeilen geht ja auch voll, wenn man die von allen Seiten erschossen wird. Dieser scheiß Pick. Ne, komm, jetzt machen wir anders machen. Müssen wir den Pinkel erstmal rauslocken. Diese Kack-Pickies, die gehen mir so hart auf den Sack. Gerade wenn die am ersten schön auf dem Lava den Weg versperren. Ne, das habe ich ja richtig gerne. Wo ist denn jetzt? Da ist er. Ne, ich mache lieber wieder mit Plasma. Ist mir hier sicherer. Wow. Ach Gott, damn it. Nee. Warum kommt er nicht näher? Weil er weiß, dass er tot ist oder was? Jetzt tun wir hier nicht so auf intelligent. Ja, ich bin da sowieso schon tot. Wo der immer gegen schießt, ich hab keine Ahnung. Ah, Mann, ey. Goddammit, Alter. So, easy, haben wir. Jetzt wieder rausrennen. Der ist ja echt hier, ne? Ist ja schon. Nein, das war voll daneben. Oh, ich hoffe mal, es hat erstmal gereicht, um die ein bisschen aufzurütteln. Na komm her.
Nein! Nee. Ach, leck mich doch. Leckt mich halt alle. Oh, jetzt komm her, Mädel. Ach, denn nicht. So. Ich soll jetzt mal speichern. Ist nämlich ein Bereich, wo man sehr schnell runterfällt. Von daher. Vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ach, einmal zu speichern. Okay. Haben wir. Siehst du, kommen wir eigentlich gleich lang. Ja, bitte mit Wave Running und nicht gerade. Ach, Ronny. Digga, das ist. Oh, Ronny! Gott! Wie kann man so schlecht sein? Ja! Hm. Dankeschön! Hallo? Danke. Ja, komm. Wo denn jetzt? Ach, da. Klar, ich komme nicht raus. Ach, leck mich doch alle. Jetzt blockieren die mir den Weg, um rauszukommen. Ich komme nicht mehr raus, oder was? Easy. God damn it. So, ist hier noch jemand, der gerade rausgekommen ist? Nee, ne? Tut, die Eisenbahn. So, ich bin hier. Was? Achso. Noch einer? Nein. Alter. Mädel. Digga, wie viel hältst du immer aus? Geht doch. Ach, hier war das hier. Okay. War ich vorhin einfach noch eine Tür zu früh? So. Weiter. Okay. Ups. Hä? Wo war jetzt diese Rüstung? Ach hier. Ach komm. Dankeschön. So. Wow. Okay. Wo geht's hier lang? Achso, der war nur. Falsche Tür. Wow. Na komm noch mal raus hier. Oh, der Junge, kommst du jetzt bitte raus? Dann halt nicht. Warum bleibt denn der jetzt da drinne? Kommt doch sonst noch mal raus. Soll mir auch egal sein. Brechelt einfach durch. Ganz ehrlich. Wenn er nicht rauskommt, muss ich ihn noch nicht erledigen. Puh. So, und das jetzt wird tatsächlich eine schwierigere Map. Ich weiß gar nicht, wie lange nehmen wir schon auf. Das ist 5E4.
Guck mal kurz, wie lange wir schon aufnehmen. Ob ich die jetzt in der Folge jetzt noch mitmache oder tatsächlich doch lieber in der nächsten. Wir nehmen gerade mal 20 Minuten auf. Okay, dann mache ich. Versuche ich die Map jetzt noch in der Map. Versuche ich die Map in der Folge. So rum. God damn it. Was ist los mit mir? Okay. Die Map wird nämlich. Hau, ha, ha, gucken. Also, ganz links, der Weg, der führt wo lang? Scheiße, ich kann die Map nicht mehr. So, der Weg in der Mitte, der ist auf jeden Fall eine Falle. Da braucht man, da kann man nur einmal langlaufen, weil da wird nämlich alles zu Lava. Und rechts, wo ging es rechts lang? Okay. Ich glaube, wir gehen erstmal rechts lang. I think so. Wow, 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 wow. Mein Alter. Boah. Zu viele Sachen, wo man hängen bleiben kann. Okay, also wir gehen erstmal da lang. Genau, hier wird es nämlich nicht. Genau diese Dinge, auf die ich nämlich jetzt stehe. Die gehen nämlich hier runter. Und deswegen kann man da nur einmal lang laufen. Und auch das tut schon weh. Und hier geht. Ah, die Stelle war das. Okay. Geil, cool. Ah, sogar Munition. Sehr schön. So, was kommt da? Uah. Wie viel hältst du mal aus, Junge? God damn it. Okay, was auch immer das ist. So, hier kann man auch rüber. Och nein, nicht dieses runter, hoch, runter, Dingster, Bumster. Okay. Wir sind gefickt. Na komm, geh runter. Ah. Set gesteuert. Interesting. Was kann man hier machen? Oh! Das Ding wird uns bei dem Lava gut helfen können. Bei dem Lava-Ding. Müssen wir uns merken. Müssen wir uns auf jeden Fall merken. Ich glaube mal, das Ding ist ja da oben für diese Quetschdinger da. Das Problem ist, von der Zeit her würde es hier eh nicht ausreichen. Das heißt, wir müssen uns hier ganz vorsichtig bewegen. Erstmal auslösen. Wow! Okay, ich denke, wir haben da alles erledigt. Komm, 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 komm. Bitte beide runtergehen. Aha. So. Okay. Haben wir? Was? Ist noch einer? Arschloch, Alter. Wow, 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 Alter. Oh, das ist. Ah, lol. Ist hier auch so was? Nee, ne? Wow, 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 wow. Weg hier. Oh. Okay. Zum Glück kenne ich solche Dinger schon von anderen Maps sehr gut. Die werden da gerne benutzt. Muss ich jetzt hier überhaupt lang? Oder bin ich jetzt hier falsch? Ah, okay, ich kenne ihn. Sehr schön. Das macht genau was. Ah. Ach du Scheiße, weg, alle weg, alle weg, alle weg. Puh. Ah, viel gut. Wow. Was ist das? Mehr nicht? Was? Der gesamte Bereich hier ist nicht gelistet? Na, war ja klar. So, aber hier war irgendwas. Ach so, ja, da war das Ding drin. Da war ja das Auge. Und da, wo die Augen sind, die Dinger gehen immer zu, wenn man sie abgeschossen hat. Was eigentlich eine geile Sache ist. So. Okay, genau. Da, wo die Gegner sind, da führt nämlich nichts runter. Das heißt, man kann das Ding immer als Zwischenstopp benutzen.
Stirb halt bitte, danke. Bitte. Ah, guter, Glück gehabt. Okay, dann werden wir jetzt bei jedem speichern. Da hinten ist noch jemand. Okay. Alter, man muss ja echt aufpassen, wo man speichert, weil wenn man hier falsch speichert, ist man definitiv bis softblocked. Kann man sich bloß noch mit Cheaten rausretten. Wow, wow. Ach Mann, diese. Ich will ihn. Wow. Hier müssen wir glaube ich rein. Okay, hier sind wir erstmal safe. Safe in der Hand. Aber so bringt das erstmal wenig, oder? Kann man so langlaufen? Ja, man kann so langlaufen. Nein, kann man nicht. Kann man außen rum? Kann man auch nicht. Ach Gott, jetzt oder so ein Spektre. Ja, ich weiß, die heißen Spektre, nicht Spektre. Leckt mich. Kann man das Ding auch wieder aktivieren? Nein. Ah. Lol. Also immer schon Stück für Stück in die richtige Position fahren. Kriegt man nicht Schmerzen? Ach, man kriegt ja keine Schmerzen. Lol, lol. Das war noch zu früh. Jetzt haben wir wieder die gleiche Position wie davor. Ich glaube mal, hier kommen wir nicht lang. Ne. Ach komm, bitte. Gott, Alter, ist ja hier. Ach komm. Ah, das war schon wieder zu spät. Ach Mann, das war schon wieder. Mann, leck mich doch. Ups, das habe ich jetzt gemacht. Ich wollte eigentlich speichern, nicht laden. Okay, auf ein neues. Hä? Oh, du Hurensohn. Du gottverdammter Hurensohn! Das war gerade eine perfekte Position. Mann, warum löst er nicht aus? Ach, ich bin doch falsch. Oh, oh, oh. So. Das sieht doch richtig aus, oder nicht? Jawohl, dann sag ich doch. Speichern, direkt speichern hier. Was kriege ich hier noch? Ne, was kriege ich hier noch? Also, dann schreibe ich mein Testament. Okay, ist hier was? Nee. Ah! Bitte nicht hauen! Ich hab Frauen und Kinder, haut die! Wo gehst du hin? Mal speichern. Aha! Sehr schön! Wir sind in unserem allseits geliebten Raum. Okay, wir haben ein bisschen Muni, wir haben ein bisschen alles. Hier ist ein Teleporter, hier ist ein blauer Schalter. Ach so, okay. Ja, komm her, du Imp. Hack, nicht getroffen? Oh, da hinten sind doch ein paar, die uns nicht... Danke. So, du kannst erstmal da bleiben. Dich krieg ich sowieso nicht erledigt. Okay, wo gehen wir hin? Ach, okay, wieder zum Anfang. Sehr schön, sehr schön. Das heißt, oha. Genau. Genau. Wir holen uns jetzt nochmal wie gehen das nochmal hier hin, um uns diese blaue Perle, diese grüne Perle zu holen. Nein. Och man, das wäre perfekt gewesen, du gottverdammter Hurensohn. Okay, dann. Bitte mach ich hin, dankeschön. Ich habe Vitamine beim Zahnarzt. Na komm, komm, komm. Danke. Nochmal speichern, einfach weil es so schön ist. Und jetzt ganz schnell beeilen. Haben wir überhaupt genug Zeit für sowas? Ich probiere es einfach mal, aber wir werden eine sehr effektive Waffe brauchen. Weil wir dürfen keine Zeit verschwenden. Denke ich jetzt einfach mal. Weil wie gesagt, diese Unsterblichkeit hält halt nicht so lange. Oh, Feinde, okay. Da geht's rein. Ach hier, da, hier ist der Key, sehr schön. Ja,
Leider tatsächlich geschafft. Lolorov. Okay. Hier ist die gelbe Tür. Uah. Boah, Junge. Digga, wie lange braucht die Tür zum Aufgehen? Ist also auch so eine Falle. Ah, leck mich doch. Hallo? Hallo. Hey. Kann ich bitte aufgehen hier oder was? Ich helfe dir gleich mal. Wow. Den Raum kenne ich irgendwoher. That is nice. So, jetzt könnten wir rein theoretisch auch den erreichen. Das Problem ist, dieses Auto-Aim ist glaube ich auch seitlich, oder? Ja. Und das Ding passt da nicht mal durch. Ich glaube das nicht, Alter. Guck, der Sprite, ne? Vom Sprite her würde diese Kugel da locker durchpassen. Aber, ne? Der bemalte Bereich der Sprite ist so groß, aber die Rakete als solches ist einfach mal wahrscheinlich 50 mal größer. Ist das hässlich. Das ist tatsächlich das Einzige, was ich so ein bisschen strategisch gesehen kacke finde, dass man nirgendwo durchschießen kann. Aber die Feinde können überall durchschießen. Das ist, ne? Also ich will jetzt nicht jammern, aber das ist schon unfair. Gut, wenn was erwartet man auch von einem Doom, ne? Es geht da um die Hölle und in der Hölle ist nichts fair. Aber trotzdem. Ich dachte, auf seine eigenen Waffen kann man sich verlassen. Stirb halt bitte. Da reicht schon wieder die Entfernung nicht aus. Oder andersrum gesagt, die Entfernung ist zu groß. Was muss ich jetzt hier machen? Oh, sehr schön. Oh, da hinten ist das Spektrum. Was wollen die alle von mir hier? Okay, da hinten geht's zu dem roten Typen. Alter, aber immer diese Spektren. Die gehen mir schon hart auf die Eier. Na komm mal her, mein Kleiner. Ups, das war viel zu früh. Was macht der für eine Scheiße? Alter, ja, hier so viele Ecken gibt's. Was zur... Ich fick meine Oma im Dreivierteltakt. Halt. So. Oh mein Gott, ich will sterben. Jetzt sofort. Just in time. Danke. Achso, blaue Perle bloß. Nee, die lohnt sich noch nicht. Wir haben noch mehr als genug Leben. Kann ich da rüber? Ja, ich kann da rüber. Sehr schön. So, hier war das Ding, was wir angeschossen haben, ne? Ja, genau. Mehr gibt's hier nicht? Nee, mehr gibt's hier nicht. Okay. Dann gehen wir mal hier lang. Da ist auch noch ein Pinky. Habe ich gerade schon hier hinter der Kante gesehen. Boah, Digga, wie... Willst du mich jetzt hier verarschen? Ich stehe 3 Meter. Nein, nicht, weil ich stehe nicht mal 1 Meter davor. Ah, ja. Oh, schon wieder hier. Also langsam wird es peinlich, ne? Aha. Gott. Ach ja, siehst du? Ich weiß wieder, wie das geht. Jetzt müssen wir hier durchrennen. Dann lösen wir nämlich hier die ganzen Dinger aus. Und haben jetzt quasi alle auf einmal und können die alle schön besiegen. Oder wir sind ganz fliffig und locken sie einfach nur raus. Okay, vielleicht habe ich... Oh, nein. Doch, haben wir uns zu viel vorgenommen. Boah, Alter. Du scheiß Pinky, du. Wo kann ich mich am besten teleportieren? Die sind ja auch alle direkt mitten auf dem Weg da. Danke. God damn it. So. Sehr schön. Das war mal wieder eine Aktion hier. Tschüss.
Oh Gott. Ja, in der nächsten Folge. Das wird eine. Ich bin mal gespannt, wie man die Map da mit diesen zwei Cyberdemon da, mit den zwei Cyberdemon erledigt. Geht eigentlich nur noch per Telefragen. Der war in dieser mein Teleporter, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie diese Map funktioniert hat, was da wo war. Also ein paar Sachen kenne ich noch. Ja, das wird eine Story für die nächste Map. In dem Sinne, bis dann. Also bis morgen. Tschüss.